Jetzt ist es also passiert. Der Pokal in unseren Hängen, respektive in den Hängen von unserem Capitano. Steve, was war es für ein Gefühl gewesen? Ja, ziemlich unglaublich, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich die ganze Mannschaft sehe, schon auf der Bühne, am Sprungen, Singen. Die Emotionen sind rausgekommen mit den ganzen Leuten von Geschäftsstelle, vom Büro. Die haben auch das ganze Jahr das gewartet und da gearbeitet für uns. Und danach die Pokal kommt nach oben, das ganze Stadion explodiert. Ein unglaublicher Moment. Es ist ein bisschen länger gegangen, dass man vor der Kurve. Jeder Spieler hat noch seine eigene Ehrung bekommen, aber das Warten nimmt man, glaube ich, gerne nicht auf, oder? Ja, klar, klar. Ich denke, das sind Momente, die bleiben die ganze Zeit im Kopf, unser ganzes Leben. Wir müssen das genießen, die Fans müssen das genießen. Und ja, wir haben wirklich alle zusammen ganz, ganz, ganz hart gearbeitet, um diese Pokal hier wieder in Bern zu haben. Jetzt haben wir das. Wir haben noch eine Herausforderung in 2 Wochen vor uns. Und ich hoffe und ich bin überzeugt, dass wir dann auch einen zweiten Pokal dieses Jahr in Bern bringen. Jetzt muss ich schon sagen, unter uns ist es schwer gewesen, dass ich. Ja, das kannst du sagen. Aber wie gesagt, gut gearbeitet, ein super Team, super Team-Spirit. Die Leute haben wirklich super mitgemacht, die ganze Jahr. Und so schön auch für uns, die 5-6 letzte Heimspiel vorausverkauft auszuspielen. Als Spieler gibt es nicht schöner. Jetzt gibt es noch ein Spiel in der Meisterschaft und er, der Cup dazwischen noch eine 4. Wie behaltet man da den Kopf klar für ein Cup-Finale? Ja, wir wissen, wir müssen auf unseren Job konzentriert sein. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass nächsten Sonntag wir ein Riesenfest hier im Bern sein. Wir hoffen wirklich, alle werden mitmachen. Und danach können wir uns auf diese zweite große Herausforderung vorbereiten. Und der Plempo um eine Hausmedaille schon einen Platz gefunden daheim? Ja, ohne Problem. Ich habe noch Platz für andere, falls. Sehr gut. Also, der Capitano ist bereit für weitere Medaillen. Merci vielmals, Steve.